Jetzt kommt eine Frage, die muss ich einfach stellen. Wer glaubst du, ist Satoshi Nakamoto? Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Ja, da werden bestimmt auch Filme und Bücher und sonst was noch in der Zukunft dazu entstehen, weil ich gehe nicht davon aus, dass Satoshi Nakamoto irgendwann sich öffentlich irgendwo darstellen wird und sagen, okay, ich bin's, ja. Ah, glaubst du nicht, ne? Nicht so Ich wie kann es mir. Sido oder wer war das? Mit der Maske. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Satoshi, im Prinzip, also so ist meine Meinung, ist es eigentlich auch egal, wer das ist. Ja, also der Mann, die Frau, die Gruppe hat einfach einen riesigen Mehrwert für die Welt gegeben. Und ich glaube, der Mythos, der quasi aus dieser Geschichte entsteht, hat auch ein bisschen den Erfolg zum Erfolg von Bitcoin zu beigetragen. Und ich glaube, wenn Satoshi Nakamoto irgendeine Person wäre oder eine Gruppe, ein Unternehmen, irgendwas vom Staat, dann wäre Bitcoin nicht so erfolgreich gewesen, weil Menschen sind ja auch, lieben es auch Geschichten, gute Geschichten zu hören. Und Bitcoin ist einfach auch eine sehr spannende, mystische Geschichte, also von einer anonymen Person, die quasi auch als Antwort auf die Finanzkrise alleine diese super Technologie entwickelt hat, ja. Also diese Geschichte wäre nicht so gut, wenn Satoshi Nakamoto eine bekannte Person wäre, glaube ich. Dennoch, es gibt ein paar Theorien, die sagen, dass gerade Leute, die Satoshi Nakamoto beeinflusst haben, also wenn man sich das White Paper durchliest, dann wird man feststellen, dass Bitcoin nichts komplett Neues ist, sondern einfach verschiedene Technologien, die schon bestehen, die seit den 80er Jahren, seit den 70er Jahren so teilweise schon bestehen, so zusammengenommen worden sind, um Bitcoin, die Blockchain-Technologie zu erfinden. Und diese Leute stehen natürlich sehr eng in Verbindung mit Satoshi. Adam Beck zum Beispiel ist da zu nennen, aber halt auch Early Developer, also frühe Entwickler, die quasi zur Codequalität von Bitcoin auch beigetragen haben, eng zusammengearbeitet haben mit Satoshi Nakamoto, weil Satoshi Nakamoto war bis 2011 auch noch aktiv. Er hat dann auch noch selbst zur Verbesserung von Bitcoin beigetragen. Und da gab es eine sehr kleine Community von Leuten. Und hier könnte es meiner Meinung nach auch möglich sein, dass einer dieser Entwickler auch Satoshi Nakamoto gewesen sein könnte. Aber das ist, wie gesagt, Ja, Spekulation. ist klar, es weiß keiner. Ich glaube, es ist nicht wichtig, wer Satoshi Nakamoto ist. Ich hoffe, es bleibt auch so, denn das ist einfach eine gute Geschichte.